Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Auditorium des Deutschen Museums. Schön, dass Sie so viel gekommen sind. Mein Name ist Odine Lorient. Ich koordiniere ein Forschungsprogramm namens Wellen, Wolken, Wetter an der Ludwig-Maximilians-Universität. Und wir sind ungefähr 80 Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen im Bereich Meteorologie, Mathematik, Physik, Informatik und arbeiten zusammen, um die Wettervorhersage genauer und zuverlässiger zu machen. Und ich darf Ihnen heute den Vortragenden vorstellen. Professor Bernhard Meyer ist seit Beginn des Verbunds 2015 ein Projektleiter und war auch für ein paar Jahre Vorstandsmitglied im Verbund. Bernhard hat Physik studiert, hier in der Münchner Umgebung, und 1996 hat er promoviert, an der TU München promoviert, mit einer Dissertation zum Thema Messung und Modellierung von der UV-Strahlung. Danach ist er 2 Jahre lang in den USA gegangen und hat dort einen Postdoc gemacht. Und der ist danach zurück nach München gekehrt und hat am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Mitarbeiter zuerst gearbeitet und später als Abteilungsleiter gearbeitet. Und seit 2009 ist er der Lehrstuhlinhaber für experimentelle Meteorologie am Meteorologischen Institut an der LMU. Und er beschäftigt sich am liebsten mit dem Einfluss von Wolken auf solare und infrarote Strahlung in der Atmosphäre. Und er beschäftigt sich auch mit der Entwicklung von neuen Messmethoden von Wolken, vom Boden und von Forschungsflugzeug aus, zum Beispiel aus Barbados oder Nordatlantik. Wie Sie sehen und hören werden, ist Bernhard ein Wolkenexperte und das liebt er, also der forscht, der lehrt, der publiziert und ist immer leidenschaftlich dabei, Wolken zu beobachten, zu messen, zu simulieren. Also Wolken ist einfach seine Leidenschaft, nicht nur beruflich, aber auch in seinem Alltag, wo auch immer er ist. Jetzt wird er ungefähr 1 Stunde sprechen, also ein bisschen weniger, und dann gibt es noch Zeit für Diskussionen, Fragen. Ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zuhören und Diskutieren haben werden. Ich auf jeden Fall, ich freue mich auf deinen Vortrag, Bernhard, und viel Spaß. Danke. Ganz herzlichen Dank, Odin, für die tolle Einführung und wunderschönen guten Abend an die Zuschauerinnen und Zuschauer hier und an den Bildschirmen. Ich bin es eigentlich nicht gewohnt, dass man so viele hunderte potenzielle Zuschauer hat. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, hier im Deutschen Museum sprechen zu dürfen, denn ich bin eigentlich immer schon ein Fan vom Deutschen Museum und hoffe, dass man das auch wieder mal in seiner ganzen Schönheit sehen kann. Insbesondere das Bergwerk hat es mir angetan. Ich hoffe, dass es auch wieder so kommt, wie es ist, weil als Kind war ich absolut fasziniert von diesem Ding. Gut, wir sprechen heute über ganz andere Dinge, also nicht tief unten in der Erde, sondern eher oben am Himmel. Und Wolken ist tatsächlich Wissenschaft für jedermann, passt also ganz gut zum Thema, denn um Wolken zu erforschen, braucht man eigentlich gar keine komplizierte Technik. Was dazu reicht, sind eigentlich die Augen, damit kann man schon mal Wolken anschauen, oder eine Kamera. Zeitrafferkamera ist ja heutzutage auch keine Hexenkunst mehr, das geht mit jedem Telefon, das kann wunderbare Zeitrafferaufnahmen machen. Eine bessere Kamera, damit kann man ein bisschen mehr machen. Und um richtig Wolkenforschung zu machen, braucht man allerdings schon richtige Technik. Zum Beispiel Wolken im Klimamodell, na, das ist, hat also Anforderungen, da braucht man die größten Computer, die auf der Erde so verfügbar sind. Und das heißt, wir haben die ganze Spanne von, man kann die Wolken selber beobachten, bis zu, wir haben komplizierte Modelle, die wirklich große Rechenressourcen brauchen. So, heute war ja ein Tag, der nicht richtig für die Wolkenforschung gemacht war. Ne? Ich habe schon gedacht, nach so einem Spätsommertag oder Frühherbsttag ist es fast schwierig, sich Wolken vorzustellen. Und damit es klappt, habe ich ungefähr 100.000 Fotos dabei. Die werden wir uns im Lauf des Vortrags anschauen und werden hoffentlich auch noch ein bisschen was über Wolken lernen.
Wenn man an Wolken denkt, Extremwetter ist ein wichtiges Thema. Gell? Wolken produzieren Niederschlag, Wolken produzieren Gewitter. Wenn es viel Niederschlag wird, dann gibt es Extremwetter. Also das sind ein paar Fotos, die ich beim schönsten Gewitter in diesem Jahr gemacht habe. Sie sehen schon, man hat da immer andere Herangehensweisen. Also die meisten finden wahrscheinlich Gewitter blöd, weil dann muss man rein und es regnet und vielleicht kann der Blitz auch nur einschlagen, aber ich finde die Dinge einfach toll. Also ich gehe dann in der Regel mit meiner Kamera aufs Dach rauf zum Leidwesen meiner Frau, die findet es nicht ganz so cool, aber man muss einfach Bilder machen und das Ganze dokumentieren. Das ist einer meiner schönsten Blitze in diesem Jahr und das sieht man dann in der Aufnahme, in der Detailaufnahme auch noch, dass der da in den Olympiaturm reingehauen hat. Ja, ich glaube, jeder hat eine Vorstellung von Wolken. So wird wahrscheinlich ein Kind eine Wolke malen, wenn man ihm sagen wird, mal eine Wolke. Und es ist eigentlich die angenehmste aller Wolken, würde ich sagen, eine Cumuluswolke, eine Schönwetterwolke. Da müssen wir eigentlich nur den blauen Himmel dahinter haben. Also so kann sich jeder eine Wolke vorstellen. Aber jeder hat auch eine andere Vorstellung, was die Wolke angeht. Also wir als Wissenschaftler sehen Wolken in der Regel komplett anders als der normale Mensch. Also ich habe auch eine gewisse Tendenz, wenn ich so an den Himmel schaue, das eher so zu sehen. Also ich würde jetzt nicht gerade die Verteilung an Hochdruck- und Tiefdruckgebieten sehen, aber ich persönlich würde vielleicht irgendwelche Entwicklung, Entstehung von Wolken, die Mikrophysik, wie die Tröpfchen wachsen, wie daraus Niederschlag wird, die Gleichung würde ich da sehen. Also das kann sich jeder irgendwie vorstellen, wie er will. Unser Radar auf dem Dach der LMU sieht die Wolken wiederum anders. Also ein Wolkenradar ist eine ganz, ganz tolle Maschine. Das ist so eine Art Röntgenblick durch die Wolken. Hier sehen wir auf der Achse nach oben, hier so, das ist die Höhe 0 bis 12 Kilometer und das ist die Zeitentwicklung davon links nach rechts. Und wir sehen einen Querschnitt durch so eine große Gewitterwolke. Und das ist was man mit dem Auge nicht sehen kann. Gell? Das kann man mit dem Radar sichtbar machen, weil Wolken für Radarstrahlen einigermaßen durchsichtig sind. Radiowellen kommen da ziemlich weit. Radar wurde ja eigentlich mal entwickelt, um Flugzeuge und Schiffe zu detektieren. Tatsächlich hat man auch damals, als man es entwickelt hat, schon festgestellt, dass Wolken, vor allem wenn sie regnen, das Radarsignal empfindlich stören. Und das nutzt man also seit 1, 2, 3 Jahrzehnten, um Wolken sichtbar zu machen. Und damit sieht man nicht bloß, wo die Wolke unten anfängt, sondern auch, wo sie oben aufhört. Normalerweise wissen wir ja nicht, wenn es so eine Regenwolke hat, wie hoch geht die. In dem Fall sehen wir, die geht bis 11,5 Kilometer hoch. Also eine richtig vertikal ausgedehnte Wolke. Eigentlich sollte man Wolken aber immer in Bewegung anschauen, denn Standbilder sind ganz nett. Ne? Wir haben hier so einen schönen Wetterkumulus und der steht da so vor sich hin, kann man stundenlang anschauen. Aber viel schöner ist es, wenn man sich die Bewegung anschaut und dazu macht man einfach jede Sekunde ein Bild oder so und deswegen sage ich 100.000 Fotos. Allein dieser Film hat also ein paar tausend Fotos, der dauert dann eine Minute, wenn man abspielt. Und wenn man den dann mal laufen lässt, dann fangen die Wolken an zu tanzen und dann sieht man erst, was hinter so einer Wolke steckt. Also man hat so das Gefühl, wenn man ein Bild macht, wenn man die Wolke anschaut, das ist was Statisches, aber tatsächlich sind Wolken hochdynamisch. Also wenn ich jetzt ein Foto mache und 30 Sekunden später ein Foto mache, sieht es komplett anders aus. Die Lebensdauer von so einer Cumuluswolke ist ein paar Minuten. Also müssen Sie einfach mal schauen. Wenn Sie den Himmel betrachten, schauen Sie mal hin. Schauen Sie eine halbe Minute weg, schauen Sie wieder hin, sieht komplett anders aus. Noch leichter geht's, ist, wenn man sein Telefon, sein Mobilfon, Zeitraffermodus auf den Himmel stellt und das Ganze anschaut und dann kriegt man eben solche Aufnahmen. Also hier ist kein Mobiltelefon, das ist eine bessere Kamera, aber im Prinzip kriegst du mit dem Mobiltelefon ähnliche Aufnahmen. Die Wolken hier, die waren sehr sympathisch, insofern, als dass sie stehen blieben. Das ist nicht der Normalfall. Normalerweise haben wir Wind und die Wolken rauschen so durchs Bild durch und dann wird es ein bisschen schwierig mit der Einstellung, aber hier haben wir eine Situation, wo wir zwar Wind am Boden haben, wie man an diesem wackeligen Baum im Vordergrund erkennen kann, aber der Wind ändert sich mit der Höhe und im Wolkenniveau ist es offenbar gerade so, dass wir den Nulldurchgang haben, sodass die Wolken stillstehen. So, das war mal so ein kleiner Teaser. Kommen also dann noch ein paar andere. Zeitraffer ist eins meiner Hobbys. Also ich habe im Prinzip drei Hobbys. Das ist Arbeiten, Zeitraffer, Fotografie und Laufen. Und
Sie sehen schon, das ist sehr effizient, weil Laufen ist die Sportart, wo man am wenigsten Zeit dafür braucht, um möglichst viel Energie umzusetzen. Und Zeitraffer ist auch sehr praktisch, weil die Kamera kann laufen, während ich auch laufen gehe. Dann macht die aber parallel. Also das kann man alles nebenbei machen. Ich kann auch Zeitraffer-Movies machen, während ich in der Arbeit sitze und was tue. Also das ergänzt sich ganz, ganz wunderbar. Weil eigentlich sind wir sonst schon ganz gut ausgelastet beruflich. Aber das sind Dinge, die vertragen sich damit ganz wunderschön. So. In der Kunst gibt es Wolken auch schon sehr lang. Ich habe sogar ein Werk, Die Wolken von Aristophanes, gefunden, 423 vor Christi Geburt. Ich konzentriere mich mehr auf die bildliche Kunst. Also hier habe ich so ein paar Beispiele von Wolken, also von Kunstwerken, wo die Wolken eine ganz wichtige Rolle spielen. Hier von Caspar David Friedrich, Ziehende Wolken. Oder von John Constable, der ja ein ganz bekannter Landschaftsmaler ist, auch so eine Studie mit Boat and Stormy Sky. Das wäre ziemlich langweilig ohne den Stormy Sky. Gell? Es gibt auch lokale Produkte. Gabriele Münter war ja eine der bekanntesten expressionistischen Malerinnen da im Voralpenland. Und die Landschaft, die man da sieht, das ist sicher irgendwie so 70, 80 Kilometer südlich von hier um Murnau rum. Und da haben wir neben den Bergen und dem schönen Haus im Vordergrund auch die Wolken im Hintergrund. In der Blaue Reitergruppe Wassily Kandinsky, auch ein sehr bekannter Vertreter, der hat hier eine Landschaft bei Murnau mit Lokomotive gemalt, aber auch wieder sehr, sehr sichtbar sind die Wolken im Hintergrund. Und die Wolken gehören zu unserer Landschaft. Sie kennen wahrscheinlich die Bayerische Verfassung, Artikel 1. Bayern ist ein Freistaat. Aber der zweite Satz ist, die Landesfarben sind weiß und blau. Und ich kann es nicht genau verifizieren, ob das jetzt vom Himmel kommt. Also das kommt aus irgendeinem Wappen der Vorläufer der Wittelsbacher oder so. Aber ich nehme ganz schwer an, dass das durch den Himmel dominiert ist, dieses Weiß und Blau. Und man muss dazu sagen, das Weiß kommt an erster Stelle. Dann kommt erst das Blau. Also die Wolken stehen ganz, ganz vorne in der Bayerischen Verfassung und die gehören einfach dazu. Ja, und so könnte man ewig machen. Also ich habe hier nur eine kleine Auswahl an Kunstwerken. Aber eigentlich wollte man über Wissenschaft reden. Und in der Wissenschaft sind die Wolken auch schon lange ein Thema. Also ich gehe davon aus, dass sich auch die alten Griechen schon damit beschäftigt haben. So richtig klassifiziert wurden die Wolken zum ersten Mal von Luke Howard in seinem Essay On the Modification of Clouds. Das sind also die verschiedenen Ausprägungen an Wolken, die es so gibt. Und was Luke Howard gemacht hat vor 220 Jahren, war, dass er die erstmal eingeteilt hat in verschiedene Gruppen. Also er hat im Wesentlichen drei Hauptklassen von Wolken, nämlich Stratus, Cumulus und Cirrus eingeführt. Und dann gab es noch den Nimbus, das ist so ein Gemisch aus allem. Und damit hat man zum ersten Mal die Möglichkeit, Wolken nicht nur anzuschauen und schön oder blöd zu finden, sondern wissenschaftlich aufzuzeichnen. Da hat man im Prinzip vorher auch schon, ne? Da konnte man irgendwie aufschreiben, Wolken oder keine Wolken. Aber hier hat man die Möglichkeit, die feiner zu beschreiben. Also ich kann sagen, der Himmel ist zu drei Achtel, drei Oktas, sagen wir immer, mit Zirren bedeckt oder wir haben ein Achtel Cumulus oder so. Und das war also die erste Möglichkeit, dann die Bewölkung festzuhalten. Goethe, Johann Wolfgang, hat sich auch an der Wolkenklassifizierung versucht, war aber nicht ganz so erfolgreich wie Howard. Aber er fand die Klassifizierung von Howard so toll, dass er ein Gedicht darüber geschrieben hat. Also das nennt sich Howards Ehrengedächtnis und das handelt von der Einteilung in die Wolken und über jeden Wolkentyp gibt es dann einen Vers in dem Gedicht. Könnte man auch vortragen, aber das führt uns jetzt etwas zu weit. Ich zeige noch ein paar Illustrationen aus dem Buch, aus den Modifications of Clouds. Stratuswolken, das sind Schichtwolken, die praktisch den ganzen Himmel bedecken. Und eine Ausprägung von Stratus, die meisten nicht so besonders lieben, ist Nebel. Stratus ist auch häufig mit Nieselregen verbunden oder so. Also wir haben da eigentlich keine gute Meinung drüber. Und in dem Bild ist eigentlich ganz gut festgehalten, da ist der Nebel so gemalt. Gell? Haben Sie schon mal versucht, Nebel zu malen? Gar nicht so einfach. Auch beim Stratus. Wir schauen uns den jetzt wieder in Bewegung an. Also da sieht man eigentlich nicht viel Struktur. Also ich habe gesagt, der langweiligste aller Wolkentypen, aber schauen wir mal, was passiert. Also wenn ich einfach nur so einen Himmel rauf fotografiere bei Nebel oder so, dann ist es eher langweilig. Aber wir schauen jetzt gleich mal in der Stratuswolke bei der Entstehung zu und dann wird es gleich viel, viel
spannender. Ne? Hier, da sehen wir, die Stratuswolke beginnt also irgendwo und zieht sich dann weit über den Himmel. Hier entsteht die. Und was ich an dem Bild besonders spannend finde, oder an dem Filmausschnitt, man sieht so richtig, wie die Luft durchströmt, aber die Wolke trotzdem an derselben Stelle steht. Die ziehen also keineswegs immer mit der Strömung mit, sondern Wolken bilden sich irgendwo aufgrund irgendeiner Gegebenheit, weil wir einen Berg haben, der die auslöst oder sonst was, und da bewegen sich nicht einfach so mit dem Wind mit. Wenn man das im Standbild hier anschauen würde, dann wäre das auch eine relativ langweilige Szene, aber wenn man die einigermaßen schnell ablaufen lässt, dann blubbert es da so richtig vor sich hin. Also die langweiligen Stratuswolken haben auch jede Menge Struktur und zaubern ganz wunderbare Gemälde am Himmel. Also als Gemälde, wie gesagt, etwas langweilig, aber in bewegten Bildern immer besonders spannend. Hier regnet es dann auch ein bisschen. Und noch geschickter als von unten ist, Stratus von oben anzuschauen. Das war während einer Tagung in Neuseeland. Da hatten wir ein paar Tage frei und sind dann auf den Vulkan geklettert und haben den Stratus von oben angeschaut und vor allem die optischen Erscheinungen. In Stratuswolken gibt es häufig diese Glorie, die wir hier sehen. Und auch hier kann man Zeitraffer machen. Na, hier sieht man den Fotografen, wie er so ein bisschen rumturnt und spannende Dinge mit der Rückstrahlglorie macht. Und ich kann nur auf die Schönheit hinweisen, was Stratus alles kann. Ein wunderbarer Sonnenuntergang, der allerdings voraussetzt, dass der Stratus ein Loch hat, weil die Sonne von unten drauf scheinen muss und der Stratus die Sonne von unten reflektieren muss. Falls Sie der Meinung sind, die Erde ist eine Scheibe, das ist ein Gegenbeweis. Es geht nur auf einer Kugel. Also so langweilig ist Stratus doch wieder nicht. Man sollte ihn nicht verunglimpfen, finde ich. Der Cumulus ist einfach beliebter. Der Cumulus ist eine Schönwetterwolke und hier hat sich der Künstler mal versucht, einen Cumulus zu malen. Na, das ist dieses etwas, wie soll man sagen, verfranzte Gebilde da. Da sind auch noch ein paar Zirren oben drüber. Also er schreibt hier auch Cumulus breaking up, Cirrus and Cirro Cumulus above. Also es ist eine Mischung aus verschiedenen Wolkentypen. Der Cumulus ist deswegen beliebter, weil es eine Schönwetterwolke ist. Während der Stratus während der Tiefdruckgebieten auftritt und meistens so über Tage rumhängt und Regen und Nieselregen und Dauerregen produziert, kommt der Cumulus bei Schönwetter im Hochdruckgebiet. Also wenn wir eigentlich absinkende Luft haben und blauen Himmel, dann passiert es häufig, dass von unten her dann plötzlich die Luft aufwallt und Cumuluswolken bildet. Über die Entstehung werden wir uns dann gleich noch unterhalten. Der Wolkentyp, den es heute dann doch noch gab, waren die Zirren. Also ich finde das Gemälde jetzt nicht so super gelungen, aber Sie kriegen die Idee, welche das sind. Das sind diese fasrigen, fedrigen, feinen, dünnen Eiswolken in einer Höhe von 6 bis 8 Kilometer. Also die bestehen immer aus Eis und diese feine Struktur, die wir da sehen, die entsteht dadurch, dass die Eispartikel, die relativ groß sind, in der Atmosphäre langsam nach unten sinken und solche Fallstreifen produzieren. Das macht diese schönen, fasrigen Gebilde. Über Zirren spreche ich heute nicht allzu viel, weil man muss sie irgendwie beschränken. Ich könnte hier tagelang sprechen über Wolken, können Sie sich ja vorstellen, aber ich wollte die Geduld nicht überstrapazieren. So, und dann als letzten Typ, den Howard eigentlich gar nicht so als Typ eingeführt hat, den Nimbus. Der heißt bei Howard auch Cumulocirrostratus. Also alles, von allem ein bisschen was. Ein bisschen Cumulus, ein bisschen Stratus, ein bisschen Cirrus. So ist es auch meistens. Ne? Wenn wir so eine Regenwolke haben, ist die vertikal sehr hoch. Und oben ist es meistens eine Eiswolke. Da haben wir also einen Cirrus oben drüber. Unten ist sie meistens irgendwie, kann schon schichtförmig sein, aber auch Cumuliforme, also haufenförmige Strukturen haben. Aber kommen immer alle gleichzeitig vor. So, das war die Klassifizierung nach Howard vor 220 Jahren. Und seitdem ist extrem viel an Forschung passiert, was ich jetzt gar nicht alles erklären will, sondern ich habe mir mal überlegt, wie kann man die aktuelle Wolkenforschung klar machen? Was sind denn die wichtigsten wissenschaftlichen offenen Fragen, die wir haben beim Thema Wolken? Und ich kann das ganz kurz zusammenfassen. Es ist eine Frage, die das Klima betrifft und eine Frage, die die Wettervorhersage betrifft. Die wichtigste Frage, die wir als Wissenschaftler momentan haben im Bereich Klimawandel, ist der Einfluss von Wolken. Es
Sie alle wissen wahrscheinlich, dass die Temperatur zunimmt, weil das CO2 in der Atmosphäre zunimmt. Und wenn die Atmosphäre eine Wolkenlose wäre, dann wüssten wir auch ziemlich genau, was passiert. Der Einfluss von CO2 auf die Temperatur der Atmosphäre ist wirklich hinlänglich bekannt und der ist sehr genau bekannt. Und in der Atmosphäre gibt es auch noch Wasserdampf, das ist auch ein wichtiges Treibhausgas, auch das kennen wir ganz gut. Aber die Wolken, was die tun, das ist ein großer Unsicherheitsfaktor. Und so begibt sich das seit die Klimaproblematik zum ersten Mal in der Öffentlichkeit bekannt war, also so in den 70er, 80er Jahren, haben die ersten Leute, Czarny in den USA und die Deutsche Physikalische Gesellschaft, Deutsche Meteorologische Gesellschaft in Deutschland gewarnt, dass die Zunahme des CO2 zu einer Temperaturzunahme führen wird. Und die Temperaturzunahme bei einer CO2-Verdopplung, also wenn ich die Menge CO2 in der Atmosphäre verdopple, liegt irgendwo zwischen 2 und 5 Grad. Das war die Vorhersage 1970. Wenn man in die aktuellen IPCC-Berichte reinschaut, dann steht da immer noch 2 bis 5 Grad. Also haben wir eigentlich wenig gelernt in den letzten 50 Jahren, obwohl die Klimamodelle immer besser werden. Es ist tatsächlich der Einfluss von Wolken, der nach wie vor ungeklärt ist. Und das liegt ganz einfach daran, dass die Wolken viel zu kleinskalig sind für die Auflösung, die ein Klimamodell so bietet. Ich zeige da noch ein Beispiel dazu. Ja, bei Klima sind die also sehr wichtig. Da gibt es viele, viele Weltmesskampagnen, wo man die Interaktion zwischen Ozeantemperatur und Wolkenbedeckung oder Wolkenhöhe, Wolkenform, Mikrophysik und was weiß ich alles untersucht. Die zweite große Fragestellung ist, die wahrscheinlich auch Sie alle irgendwie interessiert, wie kann man Gewitter, Extremwetter und Hagel besser vorhersagen? Also jeder hat ein gewisses Interesse, wie das Wetter am nächsten Wochenende wird, weil da will man vielleicht was planen. Ich war 2 Jahre in meinem Leben in Boulder, Colorado und da war das relativ einfach, da konntest du eigentlich planen, was immer du wolltest, weil das Wetter war in der Regel schön. Da waren es 300 Sonnentage und ja, man konnte einfach davon ausgehen, dass am Wochenende was geht. Da gab es zwar sowas wie den Monsun, hieß es da auch, nein, es ist kein wirklicher Monsun, aber es gab immer wieder mal ein bisschen Regen, aber in der Regel war das Wetter schön. Bei uns ist viel variabler und wir haben diese durchziehenden Tiefdruckgebiete und die produzieren halt mal Regen, mal Gewitter, mal Extremwetter, mal Hagel. Und um da die Bevölkerung besser zu informieren, müssen wir die Wettervorhersage einfach noch besser machen. Also ich muss da gleich schon meine Illusion rausnehmen, glaube ich. Die Hoffnung, dass man irgendwann 3 Tage im Voraus genau vorhersagen kann, wo ein Gewitter passiert, wird nicht passieren. Das liegt in der Natur der Sache. Also die Atmosphäre ist chaotisch. Chaos-Theorie spielt dann eine wichtige Rolle und wir wissen auch, dass man die Wettervorhersage immer noch besser machen kann, aber gerade diese kleinskaligen Ereignisse wie ein Gewitter oder sowas, das wird man nie auf einen Meter genau vorhersagen können. Nichtsdestotrotz wird die Wettervorhersage immer besser und unser Programm Wellenwolkenwetter, Waves to Weather, liefert da einen wichtigen Beitrag. So, was wissen wir eigentlich über Wolken? Jetzt kommen wir ein bisschen zur Physik. Wolken bestehen irgendwie aus Wasser. Und Wasser ist eine ganz besondere Komponente in der Atmosphäre. Es gibt relativ viel davon. Also wenn ich Ihnen sage, ist ungefähr 0,25% der Atmosphäre besteht aus Wasserdampf im Schnitt. Es sind 20% Sauerstoff, 78% Stickstoff, dann gibt es noch Argon, Kohlendioxid und wie sie alle heißen. Und eben ungefähr 0,25% Wasser. Und Wasser ist die allereinzigste Komponente, die wir haben, die einen Phasenübergang kann in der Atmosphäre. Also theoretisch kann ich Sauerstoff auch verflüssigen, aber ich brauche Temperaturen von minus 180 Grad und die haben wir nicht in der Atmosphäre. Das Gleiche gilt für alle anderen Gase auch, bis auf eben Wasser. Wasser ist ein ganz besonderes Molekül mit einem ganz, ganz hohen Siedepunkt und einem hohen Schmelzpunkt. Und deswegen kann das in der Atmosphäre festflüssig und gasförmig vorkommen. Und dieses Phasendiagramm, also ein paar Dinge werden wahrscheinlich jedem bekannt vorkommen, hier ist die Grenze zwischen fest und flüssig, na, die ist bei 0 Grad Celsius. Also wenn ich eine Flüssigkeit habe und die abkühle auf minus 5 Grad, dann gefriert die. Also wir machen einen Übergang von hier rechts nach hier links. So.
Andersrum natürlich auch, ne? Wenn ich einen Eiswürfel habe, dann taut der auf. Ich habe das mal hingemalt. Hier haben wir einen Eiswürfel und flüssig und da unten ist gasförmig. Und die in der Atmosphäre wichtigste Kurve ist die hier, die sogenannte Dampfdruckkurve. Die gibt mir nämlich an, wie viel Wasserdampf ich maximal bei einer gegebenen Temperatur in der Atmosphäre haben kann, bevor er kondensiert. Und die ist sehr stark temperaturabhängig. Bei niedrigen Temperaturen hier, minus 15, minus 20 Grad, habe ich sehr wenig Wasserdampf. Bei hohen Temperaturen kann ich viel, viel mehr Wasserdampf haben. Und solange ich mich unter der Kurve bewege, ist er gasförmig. Das heißt, ich finde Moleküle, einzelne Moleküle, die sehen wir gar nicht. Also wenn Sie irgendwas sehen in der Atmosphäre, ist es immer flüssig oder fest. Wasserdampf selber ist genauso durchsichtig wie Stickstoff und Sauerstoff. Und in der Atmosphäre haben wir es natürlich nicht mit Eiswürfeln und Ozeanen zu tun, sondern da haben wir schöne Eispartikel oder kleine Wassertröpfchen oder eben Moleküle. Und jetzt können wir das mal durchspielen. Also ich habe jetzt mal geschätzt, wie das in diesem Auditorium heute Abend sein wird. Wir haben hier vielleicht 21, 22 Grad, wahrscheinlich ein bisschen mehr, und haben eine gewisse Feuchte. Es ist garantiert nicht gesättigt, weil sonst wird sich hier eine Wolke bilden. Und ich sehe keine. Also wir sind unter der Kurve, so viel kann ich schon mal sagen. Wo wir genau sind, weiß ich nicht, ob wir hier sind. Das wären ungefähr 40% relative Feuchte, wahrscheinlich eher hier 70 oder so. Also je mehr Feuchte wir hier reinbringen, und das tun sie hier alle, weil sie verdunsten alle ein bisschen was, müssen sie ja hinterher wieder was trinken. Also vor allem ich verdunste hier, weil ich bin ja am Arbeiten. Es wird auch immer feuchter im Laufe der Zeit, andererseits wird es wärmer. Also wir werden keine Wolke fabrizieren. Um eine Wolke zu bilden, Ich hätte ja schon fast versucht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, denn das Deutsche Museum kann ja sowas. Die müssen es hinkriegen, diesen Hörsaal in 5 Minuten um 20 Grad abzukühlen. Denn wenn wir das machen würden, wird das passieren. Ne? Wir kühlen ab, der Wasserdampfgehalt der Atmosphäre bleibt der gleiche und irgendwann treffen wir die Kurve hier. Da. So. Wenn wir die Kurve treffen, dann beginnt Kondensation. Also der erste Wasserdampf beginnt zu kondensieren und wir kriegen Tropfen. Da müssen wir aber nicht aufhören, sondern wir können weitermachen. Wenn wir weitermachen und weiter kühlen bis minus 10, minus 15 Grad, alles, was über der Kurve ist, kann man ganz einfach sagen, muss kondensieren. Also das, was ich hier so schön blau schraffiert habe, ist jetzt kondensiertes Wasser oder Eis. Und das ist also in Form von Tröpfchen oder Eispartikeln, würde hier im Raum rumschweben. Das Experiment können Sie selber machen zu Hause. Ne? Im Winter macht das sowieso jeder, denn man hat eine gewisse Feuchte und im Winter sind die Fenster normalerweise kälter oder man hat immer irgendwelche Flächen, die kälter sind und dann beginnt dann der Wasserdampf zu kondensieren. Also kann jeder selber machen. Gut, aus der Kurve kann man auch ablesen, wie viel Wasserdampf ich denn aus der Luft raus kondensieren könnte, also wie viel Wasser in so einer Wolke sein kann. Und es ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Also aus einem Kubikmeter Luft kann ich maximal so 2-3 Milliliter Wasser raus kondensieren. Wenn man sich nicht hasst, aber es reicht nicht für jeden für einen Espresso. Es gibt nur ein paar Espressi. Gell? Also das nur als Anhaltspunkt. So eine Wolke schaut zwar ziemlich dick aus, aber tatsächlich ist die ziemlich, ziemlich dünn. Das sind fein verteilte Tröpfchen und in erster Linie ist so eine Wolke ziemlich leer. Aber diese Tröpfchen sind sehr, sehr gut sichtbar. Die streuen Licht sehr effizient und deswegen sieht man die Wolke. So, in der Natur ist es jetzt meistens nicht so, dass wir Luft spontan um 20 Grad abkühlen und dass sich eine Wolke bildet, sondern Wolkenbildung in der Atmosphäre passiert in der Regel so, dass wir Luft zum Aufsteigen zwingen. Und dann, wenn sie aufsteigt, expandiert sie und kühlt sich dabei ab und dann kann sie eine Wolke bilden. Also aus der Kurve kann man ausrechnen, wie weit ich die Luft aufsteigen lassen müsste. Wir haben gesagt, wir müssen um ungefähr 10, 15 Grad abkühlen. Das entspricht, wenn jemand schon mal auf dem Berg war, alle 10 Kilometer, jeden Kilometer ändert sich die Temperatur um maximal 10 Grad. Also wir müssten so 1,5 Kilometer aufsteigen, um diese Kondensationstemperatur zu erreichen. Und am einfachsten bringe ich Luft zum Aufsteigen, indem ich ein Hindernis einbaue. Ich habe hier meine Luftströmung hingemalt auf meine virtuelle Tafel hier. Und jetzt tun wir mein Hindernis rein, zum Beispiel einen Berg. Und da muss die Luft oben drüber. Wenn das die Alpen sind, man erkennt ja genau das Zugspitzmassiv hier, 2965 Meter, da muss die Luft oben drüber.
Dabei kühlt sie sich ab um, naja, wenn die von 700 Meter von Garmisch kommt, um ungefähr 15 bis 20 Grad und dann wird wahrscheinlich der Wasserdampf kondensieren und es wird sich eine Wolke bilden. Das ist eine ganz, ganz bekannte Wolke, die bildet sich eigentlich immer, wenn Luft gegen einen Berg strömt und der Berg hoch genug ist, dann habe ich immer auf der Anströmseite so eine Wolke. Ganz, ganz unangenehm wird das, wenn wir hier in der Gegend eine Nordanströmung haben und die Luft gegen die Alpen strömt, weil dann kriegen wir diese Stauwolken und diesen Stauniederschlag. Wenn das über Tage geht, dann kann es ja auch über Tage regnen, weil die gesamte Luft, die halt da vom Norden daherkommt, über die Berge drüber muss und auskondensiert. Und das kann also zu ziemlich heftigen Regen führen. So geht es mit Bergen. Wolkenbildung durch Hebung. Wir haben aber nicht überall Berge. Also im Süden haben wir die glückliche Situation, dass wir Berge haben, aber es gibt ja auch in München zum Beispiel Wolken oder vielleicht sogar in Hamburg und die haben überhaupt keine Berge. Also wie kriegen wir denn Luft in Hamburg zum Aufsteigen? Und da gibt es auch einen Trick, eine Warmfront. Bei einer Warmfront, da trifft warme Luft auf kalte Luft. Also wir haben in dem Fall die kalte Luft auf der linken Seite, die warme Luft auf der rechten Seite. Und warme Luft ist leichter als kalte Luft, wie jeder weiß. Das heißt, die warme Luft, die gleitet so über die kalte Luft auf. Und wo die da aufgleitet, das ist wie wenn die über einen Berg aufgleiten würde. Dann kondensiert der darin enthaltene Wasserdampf und es bildet sich eine ziemlich massive Wolke. Der Kaltluftberg hier, der ist ziemlich hoch, also der ist bis zu 10 Kilometer hoch und deswegen findet man hier auch Wolken durch alle Schichten in der Atmosphäre und da unten habe ich so ein schönes Bilderbuchbeispiel, aber hier oben ist dasselbe gemessen mit unserem Forschungsradar, was ich vorhin schon mal kurz gezeigt habe. Da sieht man wieder den Querschnitt, ne? Hier noch ein kurzer Blick auf unser Wolkenradar am Meteorologischen Institut. Wir haben einen ganzen Satz Messungen, das Wolkenradar ist nur eins davon. Wir haben dasselbe auch mit Lasern, also wir schicken Laserstrahlen in die Atmosphäre und messen das Echo. Wir schicken Radiowellen in die Atmosphäre und messen das Echo. Wir haben auch jede Menge Kameras. Da bin ich wieder bei Kameras. Gell? Also ich beschäftige mich mit Kameras nicht bloß im Hobby, sondern auch im Beruf. Hier auf der rechten Seite, da sehen wir eine ganz besondere Kamera, eine sogenannte Hyperspektralkamera. Während also meine Kamera zu Hause nur drei Farben kann, rot, grün, blau, kann die Kamera ungefähr 1000 Farben. Also wir haben eine spektrale Auflösung, eine Wellenlängenauflösung und diese Wellenlängeninformation, die liefert mir sehr viel Information über die Wolken, über die Tröpfchen in den Wolken, ob das Eis ist, ob das Wasser ist, wie groß die Tröpfchen sind, wie viele Tröpfchen da sind. Also man kann mit solchen optischen Verfahren sehr, sehr viel über die Atmosphäre lernen. Und das tun wir nicht nur vom Boden aus, sondern gerne auch mal vom Forschungsflugzeug. Das ist die HALO oder das HALO, High Altitude Long Range Observatory, das Forschungsflugzeug der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir fliegen also typischerweise so ein-, zweimal im Jahr so eine Kampagne mit HALO, natürlich nicht alleine, denn das ist ein Riesenflugzeug, es ist ein umgebauter Businessjet mit einer Nutzlast von 3 Tonnen und einer Besatzung von bis zu 6 Wissenschaftlern, der bis zu 9 Stunden in der Luft sein kann. Und damit fliegt man so ausgedehnte Messungen, typischerweise mit 4, 5, 6 Forschergruppen aus Deutschland und international. Und die Beobachtungen, die wir damit machen, da habe ich mal so ein Beispiel, was man mit der Spezialkamera rausholen kann. Auf der linken Seite sehen wir ein ganz normales Kamerabild von der Wolke über dem Ozean, von oben gesehen, rot, grün, blau. Das ist nicht sehr spektakulär. Wenn man Polarisationsinformationen nutzt, und ein paar von Ihnen haben vielleicht so polarisierende Sonnenbrillen, die können sowas auch, dann können wir den Wolkenbogen sichtbar machen. Also es ist genau dasselbe Bild wie hier drüben, nur hier sehen wir nicht. Hier machen wir den sichtbar. Der Wolkenbogen ist so etwas Ähnliches wie der Regenbogen, nur an kleineren Tröpfchen. Und aus dem kann man auch wieder jede Menge Informationen ableiten über Tröpfchengröße. Also das ist eine von den Informationen, die wir untersuchen wollen. Wie reagiert Tröpfchengröße auf Vorhandensein von Partikeln, auf Ozeanoberflächentemperatur und alle möglichen Variablen? Da gab es einen sehr schönen Artikel im LMU-Magazin und die Veronika sitzt auch hier im Publikum. Die war im Rahmen ihrer Doktorarbeit, die sie dieses Jahr abschließen wird, schon überall unterwegs zwischen Äquator und Pol. Also wir hatten 2020 als letzte Aktion vor Corona die Eureka-Messkampagne
im tropischen Atlantik und dann war sie ja schon bis 50 Kilometer vor dem Nordpol. Da ging es dann um ganz andere Wolken, nämlich um arktische Mischphasenwolken. Also ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeiten, die man hier hat. Also falls jemand sich um einen Studienplatz noch umschaut oder so, oder jemand kennt, der einen Studienplatz sucht oder so, Meteorologie oder Physik der Atmosphäre ist ein ganz, ganz tolles Fachgebiet. Gut, so, ich komme zu den Wolken zurück. Wir haben von Hebungswolken gesprochen. Das sind also diese Wolken, die durch Hebung an Gebirgen oder sonst was entstehen. Jetzt kümmern wir uns noch mal um die anderen Wolken, die es noch gibt, nämlich um die Kumuluswolken. Kumuluswolken entstehen durch Konvektion. Und auch hier kann wieder jeder oder jede selber ein Experiment machen und hat es wahrscheinlich schon tausendmal im Leben gemacht. Man braucht dazu eigentlich nur einen Kochtopf. Der Kochtopf ist ein wunderbares Modell für die Atmosphäre. Den Kochtopf, den stellen wir auf den Herd und den heizen wir von unten mit der Herdplatte. Also hier ist ein Kochtopf mit Wasser. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, was hat so ein Kochtopf mit der Atmosphäre zu tun? Wir haben beim Kochtopf die Herdplatte unten und in der Atmosphäre ist die Sonne ja oben. Ja, stimmt. Aber die Atmosphäre ist ziemlich transparent für solare Strahlung. Also Sonnenstrahlung kommt da relativ ungehindert durch die Atmosphäre durch und heizt den Boden auf. Das heißt, wir haben auch eine Art Kochplatte von unten und die Konsequenz ist, die Atmosphäre wird genau wie das Wasser in dem Kochtopf von unten erhitzt und das führt zu einer Konvektionsbewegung. Also das Wasser im Kochtopf fängt irgendwie an aufzusteigen. Das kannst du natürlich nicht überall machen, weil sonst wird das Wasser so aus dem Kochtopf rausfallen. Habe ich noch nie gesehen. Ne? Also wird an ein paar Stellen aufsteigen und an anderen absinken. Es bilden sich so Konvektionszellen. Das hat auch einen wissenschaftlichen Namen, Rayleigh-Benard-Konvektion. Und da kann man sehr schön beobachten. Ne? Wenn man so einen Kochtopf anschaut, dann sieht man, dass sich da eine Weile auf der Oberfläche so Muster bilden. Und das signalisiert genau das Auf- und Absinken, Aufsteigen, Absinken und so. In der Atmosphäre gibt es noch eine Besonderheit. Überall dort, wo wir aufsteigen haben, bildet sich eine Wolke. Denn aufsteigende Luft, haben wir gelernt, kühlt sich ab, Wasserdampf kondensiert und die Wolke bildet sich. Ganz einfach Mechanismus. Und wenn wir also die Wolken anschauen, diese schönen Wetterkumuli, na, die wird es morgen auch wieder geben, wenn wir wieder Hochdruck haben und dann bilden sich so im Laufe des Vormittags hoffentlich ein paar so Wölkchen, dann schauen Sie es mal ein bisschen genauer an. Die Wolken markieren genau diese Konvektionszellen, die man sonst gar nicht sieht. Segelflieger wissen sowas, gell? Sind Segelflieger hier? Gell? Aufsteigen in der Nähe der Wolke, absinken dazwischen. Meteorologie und Segelflug hat ziemlich viel miteinander zu tun, gell? Weil als Segelflieger muss Meteorologie einfach sehr gut verstehen. So, und das schauen wir uns jetzt wieder im richtigen Beispiel an. So, hier sieht man diese Auf- und Abstiegsbewegungen. Allerdings sind es noch keine ausgeprägten Wolken, sondern das ist eigentlich noch klarer Himmel. Aber wir sehen schon, hier blubbert es auf und ab und es passiert schon irgendwas. Aber es reicht eben noch nicht, dass sich die Wolken bilden. Es ist offenbar nicht feucht genug. Jetzt ist es feucht genug. Und da sieht man, wie viel Leben in so einer Kumuluswolke ist. Das habe ich vor ein paar Wochen aufgenommen. Na, der Point ist, die Kamera irgendwo x-beliebig an den Himmel und dann siehst du, wie es da abgeht, wie im Kochtopf. Hier haben wir etwas dichtere Kumulusbewölkung, da sind die Wolken dann auch schon ein bisschen größer und etwas behäbiger, aber man sieht immer nur so wunderbar diese Aufsteigebewegung. Da unten haben wir eine ganz flache Unterkante, da geht die Luft ganz friedlich in die Wolke rein und dann passiert was Magisches. Töpfchen kondensieren und beim Kondensieren wird Wärme frei und diese Wärme wird dazu genutzt, Auftrieb zu generieren. Also wir sehen, dass ab vom Wolkenbasis, wo es nur relativ langsam zugeht, die Geschwindigkeit immer mehr zugeht und es immer mehr blubbert und kocht und vor sich hin wächst. Wolken sind auch nicht immer zufällig verteilt, also manchmal organisieren sich die so als Straßen. Das hat mit der Windrichtung zu tun und das kann man auch ganz gut beschreiben, wissenschaftlich. Wir haben hier hauptsächlich eine flache Konvektion. Also das sind meine Lieblingswolken. Ich könnte die selber stundenlang anschauen. Jetzt sehen wir, glaube ich, noch ein bisschen größere Kumuluswolken von der Seite. Man sieht immer wieder das gleiche Muster. In der Wolke ist Aufsteigen und zwischen den Wolken würden wir Absinken sehen, wenn wir es sehen würden. Aber wir sehen es natürlich nicht.
Hier wird der Cumulus etwas ernster. Und auch hier könnte man wieder einen sehr schönen Sonnenuntergang generieren. Die meisten Bilder habe ich übrigens von meiner Wohnung aus gemacht. Na, wir wohnen ja extra im 5. Stock, damit man da schöne Bilder machen kann. Auch so ein Handymast im Vordergrund kann was Schönes sein. Und der Olympiaturm, der ist halt sehr gut in Sichtweite. Ne? Der ist 2 Kilometer nördlich von uns und den sieht man da eigentlich sehr schön. Na, hier sieht man auch den Regen, der durch die konvektive Bewölkung entsteht. Und das hier habe ich bis heute noch nicht verstanden, was es ist. Es ist ein Blick nach Westen und irgendwas generiert hier Wolken. Ich weiß es nicht, was es ist. Für das nächste Kernkraftwerk, es ist eigentlich zu weit, Gundremmingen. Irgendwas blubbert vor sich hin. Nymphenburg ist es nicht. Also Cumuluswolken sind schön. Wir schauen uns später noch richtig ordentliche Cumuluswolken an. Die können ja zum Gewitter werden, so Cumuluswolken. Wir haben so ein Cumuluswolkenfeld, das blubbert immer so ein bisschen vor sich hin. Und irgendwann wird eine zur Gewitterwolke. Wie das genau passiert, ja, das hat mit der Stabilität der Atmosphäre zu tun und der Temperaturschichtung der Atmosphäre. Und welche Wolke das genau sein wird, die sich irgendwann zum Gewitter entwickelt, das wissen wir leider nicht vorher. Eine ganz wichtige Frage, warum sehen Cumuluswolken eigentlich aus wie Blumenkohl? Also vorausgesetzt, Sie sind der Meinung, die sehen aus wie Blumenkohl. Aber ich finde, die sehen aus wie Blumenkohl. Man hat immer diese flache Struktur unten, den Strunk praktisch, und dann oben haben wir dann die Röschen. Wo kommt das eigentlich her? Also das ist eine turbulente Bewegung. Wir haben ja gesehen, dass es nach oben hin die Geschwindigkeit ordentlich zunimmt und dass die Bewegung immer turbulenter wird. Und nur damit ich beweisen kann, dass wir Mathematik machen und Gleichungen machen. Die Gleichung, die hinter der Turbulenz steckt, ist die Navier-Stokes-Gleichung. Also alle hier waren mal in der Schule, glaube ich, und haben vermutlich das 2. Newtonsche Gesetz gelernt, was da lautet, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und man hat es in der Schule und im Studium auch gelöst für irgendwelche Kugeln, die man fallen lässt und die dann immer schneller werden, weil sie im Gravitationsfeld der Erde beschleunigen. Wenn ich das Ganze nicht für irgendwelche Kugeln hinschreibe, sondern für ein fluides Medium wie die Atmosphäre, dann wird die Gleichung etwas komplizierter. Also auf der rechten Seite steht nach wie vor F. Die Kraft, die setzt sich aus 4 Komponenten zusammen in der Atmosphäre. Also da gibt es Druckunterschiede und Erdanziehung und die Corioliskraft, die berücksichtigt, dass sich die Erde dreht. Und dann haben wir noch eine Reibung. Und auf der linken Seite steht Masse mal Beschleunigung. Also einfach nur ein bisschen komplizierter. Mathematiker werden sich jetzt winden, denn was man hier sieht, ist ganz böser Term. Das ist ein nichtlinearer Term, das ist eine sogenannte nichtlineare Differentialgleichung. Und eine nichtlineare Differentialgleichung ist, wenn sie überhaupt lösbar ist, sehr, sehr, sehr schwierig zu lösen. Man kann die Lösung bildlich darstellen. Das ist auch was Ihnen bekannt ist. Na, wir haben ja 2 Flüssigkeiten, unten eine schwarze und oben eine weiße. Also stellen Sie sich vor, Sie würden mal so einen Bach einfach anhalten. Und dann färben sie die untere Hälfte des Wassers schwarz und die obere Hälfte weiß und so. Und dann lassen wir den wieder fließen. Das kann man machen und Sie können sich vorstellen, was passiert. Na, es fließt einfach so dahin, oder? Wir können das ausrechnen, was passiert. Was passiert ist Folgendes. Es bewegt sich keineswegs einfach linear in die Richtung, sondern die schwarz und weiße Flüssigkeit beginnt sich auf ganz magische Weise zu mischen. Also wir haben da kleinste Störungen in der Bewegung. Und aufgrund dieses nichtlinearen Terms multiplizieren sich diese kleinsten Störungen und das ist was wir meinen mit turbulenter Bewegung. Deswegen ist die Wolke auch so schwierig zu beschreiben in ihrer Entwicklung. Ne? Nichtsdestotrotz, ich gehe nochmal zurück, weil sie so schön ist, die Gleichung, das ist die Grundlage jedes Klimamodells und jedes Wettermodells, das Wetter- und Klimavorhersage für sie macht. Also die müssen wir lösen, um tatsächlich auszurechnen, wie sich das Wetter oder das Klima die nächsten 14 Tage oder 100 Jahre entwickelt wird. Deswegen ist das eine unserer zentralen Gleichungen. Ich wollte es nicht übertreiben mit Gleichungen. Physikalische Wolkenmodelle funktionieren wunderbar heutzutage. Also ich kann die Wolke simulieren im Computer. Wir lösen die Navier-Stokes-Gleichung und ein paar andere Gleichungen wie den ersten Hauptsatz der Thermodynamik und irgendwas mit Wasserdampf und so. Und dann rechne ich eine Wolke aus und das ist das Ergebnis eines Wolkenmodells, das ich dann in ein Strahlungsmodell reingesteckt habe, um praktisch diese Kamerasicht zu generieren. Ne?
Also das ist eine der am höchsten aufgelösten Rechnungen, die wir in unserem Umfeld so gemacht haben. Und da sieht man, dass die Modelle durchaus in der Lage sind, realistische Wolken mit allem drum und dran zu rechnen. Also da unten im Eck rechts, da regnet sogar ein bisschen. Ganz, ganz realistische Wolken. Unser Dilemma ist, wenn wir das in Wettermodellen darstellen wollten, Wettermodelle haben eine etwas schlechtere Auflösung. Und im Wettermodell sieht eine Wolke ungefähr so aus. Und das ist jetzt keine kleine Wolke, sondern das ist schon ordentliches Gewitter hier. Die kann man sich wirklich so bildlich vorstellen, als wäre die aus ein paar wenigen Bauklötzen zusammengeschraubt. Ne? Bei mir heißen die immer Zuckerwürfelwolken. Und so eine kleinere Wolke, wie die Cumuluswolke, da, die besteht halt hier aus zwei Zuckerwürfeln und die werfen dann alle einen Schatten am Boden. Und also sehen schon ganz gut aus wie Wolken. Das Dilemma beim Klimamodell ist, das schaut super aus, das ist ein Bild vom Space Shuttle, aber die Größe, die ich hier anschaue, das ist in etwa die kleinste Gitterzelle eines Klimamodells. Das heißt, alles, was in dieser Gitterzelle passiert, das kann ich leider mit dem Klimamodell nicht wiedergeben, sondern das muss man irgendwie mit komplizierten Gleichungen parametrisieren. Ne? Also ungefähr so, als würden Sie ein Kamerabild anschauen und dann zoomen Sie immer weiter rein und dann haben Sie das kleinste Bildelement, ein einzelnes Pixel und innerhalb von dem Pixel findet die ganze Aktion statt, aber Sie wissen natürlich nichts drüber, weil die Auflösung nicht reicht. Ne? Also wenn ich ein Bild der Erde vom Mond mache, dann kann ich Wolken genauso wenig auflösen, wie ich sie mit dem Klimamodell auflösen kann. Die Hoffnung ist, dass die Computer ausreichend schnell werden, dass wir demnächst mal mit dem Klimamodell eine Auflösung kriegen, so wie mit dem Wettermodell hier. Und dann hofft man, dass ein Großteil der Unsicherheit, die wir noch haben, in der Rückkopplung von Wolken damit erledigt wird. Innerhalb der nächsten 10, 15, 20 Jahre ist die Hoffnung. Das heißt, es besteht Hoffnung, dass wir irgendwann mal von dem Unsicherheitsbereich 2 bis 5 Grad wegkommen und das tatsächlich etwas genauer formulieren können. Wenn man jetzt ein bisschen näher hinschaut zu so einer Wolke, ich habe ja gesagt, das ist irgendwie kondensiertes Wasser, aber es ist nicht einfach nur langweiliges kondensiertes Wasser, also irgendwie so eine Pfütze oder so, sondern wir haben bei einer Flüssigwasserwolke kleine Tropfen. Wir wissen, die sind ungefähr so 5 bis 10 Mikrometer, also ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter groß, das heißt, so ein Tröpfchen in der Wolke ist ungefähr ein Hundertstel Millimeter groß. Wenn wir weiter oben rauf gehen, dann kriegen wir Eispartikel und das hat der Künstler hier sehr schön dargestellt. Na, das sind irgendwie so Plättchen und irgendwie gezackelte Dendriten und Hexagone und was weiß ich. Wenn Sie nicht glauben, dass sie so ausschauen, auch da kann man selber Experimente machen. Einfach mal Schnee einsammeln und fotografieren. Das habe ich diesen Winter zum ersten Mal gemacht. Also man fängt eine Schneeflocke und fotografiert die mit einem Makroobjektiv. Das Ding hier hat vielleicht einen Zentimeter Durchmesser und da sieht man schon viele, viele interessante Strukturen. Das ist ja so ganz flockiger Schnee, der so langsam runterfällt, also so Riesenflocken oder so. Aber je nach Entstehungstemperatur sehen die völlig anders aus. Bei relativ hohen Entstehungstemperaturen, also so minus 5 Grad oder so, minus 5 bis minus 10 ungefähr, bilden sich diese Nadeln aus. Bei anderen Temperaturen, wenn es wärmer oder kälter ist, dann gibt es solche Dinge. Das Teil ist ungefähr 1 Millimeter groß, aber das ist keine große Kunst, das mit der Kamera festzuhalten. Ich hab einen kleinen Tipp, wenn Sie das machen wollen. Das Allerwichtigste ist, ganzjährig eine Steinplatte im Gefrierschrank zu haben. Weil man muss die Dinge auffangen und dabei sollten sie nicht schmelzen. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, aber der ist lebensrettend. Und dann findet man alle diese schönen Strukturen. Man sieht so ein bisschen die Strukturen in der Schieferplatte, die ich da verwendet habe. Na, manchmal gibt es Doppeldecker. Hexagone kommen eigentlich immer vor. Das ist die Struktur des Wassermoleküls, die einfach so ausfriert. Manchmal haben die ganz verrückte Muster an oben drauf. Gell? Man möchte gar nicht glauben, dass es eine Schneeflocke ist. Die ist kleiner als 1 Millimeter. Also das ist genau das Zeug, was wir in 10 Kilometer Höhe auch rumfliegen sehen würden, wenn wir uns so einen Cirrus wie heute anschauen täten. Das wissen wir. Also wir haben die eingesammelt. So vor 30, 40 Jahren haben Leute die eingesammelt vom Forschungsflugzeug und deswegen weiß man, man hat da genau diese Strukturen und die sind sehr filigran und deswegen können die da ganz gut längere Zeit oben schweben. Also wieder so mal Wissenschaft für jedermann, die jeder so für sich zu Hause machen kann. Gell? Ja, jetzt könnt ihr noch viel erzählen, also wie viele Tropfen sind in so einer Wolke drin.
sind ziemlich viele, gell? Das ist nur mal, um zu veranschaulichen, wie leer so eine Wolke ist. Ein Wolkentröpfchen ist ungefähr ein Hundertstel Millimeter groß. Und wenn wir uns jetzt mit dem Mikroskop da rein bewegen würden, würde man feststellen, das nächste Wolkentröpfchen ist im Schnitt ungefähr einen Millimeter weit weg. Das heißt, das meiste in der Wolke ist eigentlich Luft. Also nicht leerer Raum, weil da ist ja Luft. Aber wir finden jede Menge Luft und jede Menge Abstand zwischen Wolkentröpfchen. Und wenn man das weiß, wie groß die Tropfen sind und wie viel die wiegen, kann ich ja ausrechnen, wie viel so eine Wolke wiegt. Das wird ja auch immer wieder gern gefragt, wie schwer ist eigentlich eine Wolke? Hängt von der Wolke ab, gell? Ich habe es hier kurz zusammengefasst. So ein Schönwetter-Cumulus, 100 Tonnen. Ein Gewitter, das ist richtig schwer. 1 Million Tonnen kann so ein Gewitter wiegen, gell? Muss man allerdings dazu sagen, das ist der Wasserdampf in der Luft. Die Luft selber wiegt noch einen Faktor 1000 mehr, weil wir haben relativ wenig Wasser in relativ viel Luft. Und die Wolke enthält auch jede Menge Energie, muss man dazu sagen. Denn wenn Wasser kondensiert, wird Energie frei. Das wissen ja alle, wenn man Wasser verdunsten will, dann muss man Energie aufwenden. Also ich muss, um Wasser zum Kochen zu bringen, eine gewisse Menge Energie reinstecken, aber noch viel, viel mehr Energie, um das Wasser zu verdunsten. Und wenn ich den umgekehrten Prozess mache, wenn ich also das Wasser kondensiere, dann wird die Energie wieder frei. Und diese frei gewordene Energie, das ist ziemlich viel. Wenn man das mal zusammenfasst, die Joule-Zahlen sagen Ihnen wahrscheinlich gar nicht so viel aus. So ein kleiner Schönwetter-Cumulus, der brauche ich 2,5 mal 10 hoch 11, also 250 Gigajoule. 250 Gigajoule für so ein Gewitter, da sind wir schon im Bereich von Terajoule oder mehr. 10 hoch 15 Joule. Um das mal in Beziehung zu setzen, der Weltenergiebedarf ist 15 Petawatt. Und das heißt, mit nur so einer Gewitterwolke könnte ich einen Weltenergiebedarf für 2 Minuten decken ungefähr. Ja, da fragt sich natürlich jeder, warum tun wir es nicht? Also warum nutzen wir eigentlich die Energie nicht? Aber kann ich nur sagen, wir machen das schon. Eine Wolke entsteht ja dadurch, dass Sonne den Boden bescheint und erhitzt und Wasser zum Verdunsten bringt. Und man könnte jetzt natürlich auch die Energie aus der Wolke direkt verwenden, aber viel, viel geschickter ist es ja, ich nehme die Sonnenenergie direkt raus und mache Photovoltaik oder sowas. Oder vielleicht gar Wind oder solche Dinge. Also wir nutzen diese ganzen verfügbaren Energien und man könnte theoretisch mit wahnsinnig viel technischem Aufwand die Energie in der Wolke auch nutzen, aber dann nutzt man doch lieber gleich die Sonnenenergie, oder? Das geht dann auch immer, wenn wir keine Wolken haben. Also es ist eigentlich ein ganz klarer Prozess, dass man die Sonnenenergie nutzen sollte. Jetzt, wenn wir schon beim Thema Klima sind, eine Frage ist natürlich, kann die Menschheit eigentlich Wolken beeinflussen? Also wir wissen ja, wir können die Atmosphäre in großem Stil beeinflussen und CO2 ist ein gutes Beispiel dafür. Die Frage ist, können auch Menschen Wolken machen? Das ist nicht gerade ein Mensch, was hier ist, aber ich fand das Bild sehr schön. Und so eine Wolke hat, glaube ich, jeder von Ihnen schon mal produziert. Muss man ja nur im Winter rausgehen, wenn es da richtig kalt ist, und ausatmen und dann produziert es so ein Wölkchen. Das ist eine Mischungswolke. Also das ist die Mischung ihrer warmen, feuchten Atemluft mit der kalten Umgebungsluft und dann bildet sich so ein Wölkchen und wenn sich das weiter verdünnt, ist es auch gleich wieder weg. Also keine sehr effiziente Form der Wolkenbildung. Aber sehr effiziente Form der Wolkenbildung ist das hier. Das ist ein Schnappschuss von Flightradar, wo man also mal den Flugverkehr in einem einzigen Moment sieht. Und da sieht man, da sind viele, 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 viele Flugzeuge unterwegs und die machen genau das Gleiche. Die atmen warme Triebwerksluft aus und zwar in sehr kalter Umgebung und die produzieren Kondensstreifen. Also ganz klar, ja, Menschen können Wolken machen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele von solchen menschgemachten Wolken. Ja, man sieht diese linienhaften Strukturen. Ich habe übrigens gerade gesagt, was man dazu braucht, ist warme, feuchte Luft und kalte, feuchte Luft. Wir brauchen sonst nichts. Also es gibt sowas wie Chemtrails, kann es vergessen. Man braucht keine Partikel, man braucht gar nichts, man braucht einfach nur Thermodynamik. Warme, feuchte Luft und kalte Luft. Und die Kondensstreifen, die wir am Himmel sehen, diese langlebigen Dinger, das sind übrigens keine, das sind schwere Wellen, die sehen nur so aus. Das sind wieder Kondensstreifen, die entstehen zum Hauptanteil aus der Feuchte, die sowieso schon da oben ist. Also der Flieger fliegt durch und triggert praktisch die Wolkenentstehung.
Und hier sieht man auch, dass es langlebige und kurzlebige Kondensstreifen gibt. Also manche verschwinden sofort wieder nach dem Flieger und die anderen bestehen einfach länger. Dass die Interaktion zwischen Wolken und Strahlung kompliziert ist, sieht man an diesem Beispiel hier. Da werfen die Kondensstreifen ganz magisch Schatten auf eine Wolke, die eigentlich gar nicht da ist. Ne? Also hier unten haben wir wieder so eine Wolke, die fast entsteht. Das sind eigentlich nur die Kondensationskerne, die wir da haben, die da schon aufquellen, die Wasserdampf anlagern und eine Wolke bilden. Hier haben wir was Spannendes, was Sie wahrscheinlich gerade übersehen haben. Da ist so eine blaue Spur in der Wolke, die kommt jetzt noch ein paar Mal, weil es so schön ist. Ein Flugzeug kann nicht bloß eine Wolke bilden, das kann auch eine Wolke auflösen. Jetzt schauen wir nochmal genau hin. Na, da passiert es, haben wir es gesehen. Also da fliegt ein Flieger durch eine Flüssigwasserwolke durch und löst die auf. Das ist ein verstandenes Phänomen. Falls jemand Interesse hat, kann ich hinterher erklären. Kondensstreifen sieht man vor allem abends recht schön. Ne? Da ist die Sonne schon untergegangen und die unteren Wolken werden noch nicht mehr beleuchtet. Aber die Kondensstreifen, die fangen also Licht ab und produzieren diese wunderbaren Muster am Himmel. Ja, und dann gibt es auch noch andere Wolken, menschgemacht. Das ist Heizkraftwerk Unterföhring. Unterföhring emittiert jede Menge feuchte Luft. Also auch hier sieht man bloß wieder feuchte Luft, die also dann kondensiert nach dem Kühlturm und diese Wolken bildet. Und die World Meteorological Organization hat erst vor ein paar Jahren einen Fachbegriff dafür erfunden. Es gibt also mittlerweile den Cumulus Homogenitus. Homogen nicht im Sinn von homogen, sondern menschgemacht. Also es gibt jetzt menschgemachte Cumuluswolken, das sind solche Wolken, oder menschgemachten Cirrus. Im Hintergrund sehen wir übrigens noch im Betrieb damals Kernkraftwerk ISA 2. Das blubbert hier munter in 100 Kilometer Entfernung und der Kühlturm produziert auch Wolken. Außer Cirrus homogenitus und Cumulus homogenitus gibt es auch noch einen Homo modificatus, also einen menschmodifizierten Cirrus. So, ich muss, glaube ich, bevor ich fertig bin, ein paar Minuten darf ich noch, oder? Maximal eine Stunde, habe ich gehört. Wir haben immer gesagt, bei uns an der Uni, man darf über alles reden, nur nicht über eine Stunde. Länger brauche ich ja nicht. So, wir müssen aber am Schluss noch kurz darüber reden. Wie wird jetzt eigentlich Regen draus? Ne? Wolken fallen ja nicht vom Himmel zunächst mal. Das ist eine spannende Frage. Warum fällt eigentlich die Wolke nicht vom Himmel? Warum bleibt die so lange oben? Also wenn ich hier so einen Tropfen hätte und den fallen lassen würde, dann wäre der ziemlich schnell am Boden unten. Ja, die Wolken fallen aus demselben Grund nicht vom Himmel, weil Moleküle auch nicht vom Himmel fallen. Ne? Auf jedes Molekül, auf jeden Tropfen wirkt zwar die Schwerkraft, aber die Stöße mit den anderen Molekülen halten die oben. Das ist ein Gleichgewicht aus den Stößen, die immer machen und der Gravitation nach unten, die nach unten ziehen will und die Luft ist im Gleichgewicht. Und für kleine Tröpfchen gilt genau das Gleiche. So ein Tröpfchen in der Wolke mit einem 100stel Millimeter Durchmesser, das hat eine Fallgeschwindigkeit von ungefähr 1 Zentimeter pro Sekunde. Also es fällt schon runter. Und wenn wir eine Stunde warten, dann ist es auch 3600 Zentimeter, also 36 Meter weit gekommen. Also es ist eine sehr langsame Fallgeschwindigkeit. Und wenn man auch noch überlegt, dass sich so eine Wolke ja im Aufwind bildet, dann fallen die praktisch nicht. Ne? Dann können die tagelang oben bleiben. Wenn die Tropfen größer werden, dann fallen sie schon runter. Und eine Möglichkeit, Regen zu bilden, ist, dass man viele, viele kleine Tröpfchen zu einem großen versammeln. Das ist hier dargestellt. Ne? Ich addiere zwei kleine Tropfen und kriege einen großen. Tatsächlich, um einen Regentropfen zu bilden, muss ich ungefähr 10 bis 100 Millionen kleine Tröpfchen fusionieren, um einen Tropfen mit ein paar Millimeter Durchmesser zu bilden. Der Prozess wird dadurch unterstützt, dass der große Tropfen dann runterfällt, schneller runterfällt als die anderen und auf dem Weg nach unten weitere Tropfen aufsammelt. Also das ist ein Prozess, wie sich Wolken bilden, wie sich Niederschlag bilden kann, der bei uns in unseren Breiten allerdings so gut wie gar nicht vorkommt. Also ich kann Ihnen hier verraten, dass jeder einzelne Regentropfen, der in unseren Breiten runterkommt, seinen Ursprung in einem Eisteilchen hat. Also Regen passiert immer weit oben in der Atmosphäre, 3, 4, 5, 6 Kilometer oder noch höher. Da entsteht ein Eisteilchen und es ist eine Besonderheit, so ein Eisteilchen. Ich kann es physikalisch formulieren, der Sättigungsdampfdruck über Eis ist geringer als der Sättigungsdampfdruck über Wasser. Oder anders formuliert, ich brauche weniger Feuchte,
um ein Eispartikel zu bilden, als ein Wasserpartikel. Und was so ein Eisteilchen deswegen macht, wenn ich es in die Wasserwolke reinbringe, da habe ich umgebende Tröpfchen, das Eispartikel sammelt die Feuchte von den umgebenden Tröpfchen auf und wächst und wächst und wächst, so lange, bis es so schwer ist, dass es runterfällt. Und dann hat es einen weiten Weg vor sich. Ne? Das fällt durch die Atmosphäre, passiert möglicherweise die 0-Grad-Grenze, dann schmilzt, dann wird ein Regentropfen draus. Und ganz dramatisch wird es, wenn das Tröpfchen unten aus der Wolke rausfällt. Denn der Bereich unter der Wolke ist absolut lebensfeindlich für einen Regentropfen. Ist nämlich untersättigt, also wir haben weniger als 100% Feuchte, da kann kein Tropfen lang überleben. Und das ist auch was, was Sie bitte im nächsten und letzten Video noch suchen. Wir haben häufig den Fall, dass wir Niederschlag sehen in der Atmosphäre, der aber nie am Boden ankommt. Also wir sehen oft Wolken, die so Fallstreifen unten raus haben, das ist Regen, aber der verdunstet einfach wieder. Und es dauert eine ganze Weile, bis es der Regen geschafft hat, die Luft unterhalb der Wolke so weit zu befeuchten, dass ein Regentropfen bis zum Boden durchfallen kann. Wenn Sie das nicht glauben mit den Eispartikeln, auch das kann man beobachten. Das ist ein Foto von einem Flug, wo ich aus dem Fenster raus fotografiert habe und nicht auf den Flügel fokussiert, sondern auf die Fensterscheibe. Was wir hier sehen ist, wir sind beim Start durch eine Wolke durchgeflogen und die hat viele, viele kleine Wassertropfen auf der Scheibe hinterlassen. Dieser schleierhafte graue Hintergrund, das sind alles winzige kleine Wassertropfen, 10 Mikrometer groß. Und ein paar davon sind gefroren, das sind die großen hier. Und diese paar Eisteilchen, die sammeln jetzt die gesamte Feuchtigkeit aus der Umgebung ein und wachsen zu großen Eisteilchen. In dem Fall fallen sie nicht runter, weil sie an der Scheibe festgeklebt sind. Aber wenn das in der freien Atmosphäre wäre, wären das genau die paar Teilchen, die als Regen zum Boden fallen würden. So, und das bringt mich jetzt zum letzten Wolkentyp, den ich heute noch vorstellen wollte. Das ist dann ein sehr spannender Wolkentyp, nämlich die richtig hochreichende Konvektion, die auf Englisch dann richtigerweise Deep Convection, also tiefe Konvektion heißt. Das ist also dann, wenn aus so einer kleinen Blubberblasenwolke eine richtig große Gewitterwolke entstanden ist. Das schauen wir uns jetzt mal in Bewegung an. Das ist das Dramatischste, was die Atmosphäre so zu bieten hat. Kennen wir natürlich alle in Form von Gewitter. Aber auch hier ist wieder wunderbar, wenn man das etwas schneller anschaut. Ich kommentiere mal gar nicht so viel, weil die Bilder sprechen für sich. Es ist egal, ob man Gewitter hier oder auf Kuba oder Rocky Mountains kann man auch gleich noch anschaut. Die sind überall gleich. Auf Kuba sind es noch höher, da können die bis zu 15 Kilometer hoch werden in den Tropen. Da ist echt eine Wucht dahinter. Kuba erkennt man immer an den Stromleitungen. Sie können ja kein Gewitter ohne Stromleitungen fotografieren. Die haben die Dinge einfach nicht eingegraben. Kommt wahrscheinlich schon noch. Aber man sieht hier schon, da geht was ab. Die Luft steigt von 0 Meter vom Boden weg bis in 15 Kilometer Höhe und beschleunigt auf dem Weg nach oben. Da werden Geschwindigkeiten von ein paar zig Meter pro Sekunde erreicht. Also da will man auch nicht reinkommen. Ne? In den Rocky Mountains sieht es ganz ähnlich aus. Ne? Das ist eine sehr schöne Wolke. Was wir tun, wenn wir so eine Gewitterzelle sehen, ist, wir setzen uns natürlich auf den höchsten Punkt und machen Selfies. Und ganz klar. Also ich rate dringend davor ab. Hier zum Beispiel, wo Regen aus der Wolke rausfällt, der nicht den Boden erreicht. Gell? Also er kommt nicht unten an, sondern der verdunstet vorher. Und etwas weiter unten in Boulder, Colorado, da haben wir uns dann gemütlich am NCAR, National Center for Atmospheric Research, hingesetzt und haben die Wolke hier von der Seite angeschaut. Ganz fantastischer Aussichtspunkt, denn man sieht ungefähr 2000 Kilometer weit kommt kein Berg mehr, ne? Da kommt Kansas und Oklahoma und was weiß ich alles, da entstehen die Dinger. Aber auch zurück in Schwabing, beziehungsweise Bogenhausen hier, gibt es ganz, ganz tolle Wolken. Das ist ein paar Wochen her, also auch eins dieser schönen Gewitter, die man in diesem Jahr hatten. Da muss man ordentlich beschleunigen und da sieht man, was da an Energie drin steckt.
Ja, speziell an diese Wolke in Colorado habe ich eine besondere Erinnerung, die ich auch teile mit der Kollegin, die hier im Raum sitzt. Wir saßen da nämlich fröhlich auf dem 14.000er, also so heißen die da drüben, das ist 4.000 irgendwas, aber 14.000 Fuß, und haben die Wolke fotografiert, gell, und eigentlich hätte es gesagt, ein vernünftiger Mensch wäre jetzt langsam mal runtergegangen. Sie kennen ja sicher all diese Erzählungen, wenn dann das Gewitter so im Anmarsch ist, dann stellen sich plötzlich die Haare auf und so. Wir haben das auch noch diskutiert, dass es sowas diskutiert wird und dass wir sowas noch nie gesehen haben. Gell? Jedenfalls irgendwann sind wir da runtergerannt und plötzlich stellen sich bei der Caro vor mir tatsächlich die Haare so auf. Also ich konnte es leider nicht dokumentieren. Wir sind einfach runtergerannt, um irgendwie sicher runterzukommen. Aber das gibt es tatsächlich. Also die Luft kann fantastisch elektrisch sein. Gut, ja, das wollte ich Ihnen zeigen. Das ist so ein kleiner Einblick in die Wolkenphysik. Wie gesagt, ich könnte da tagelang oder wochenlang drüber reden. Ich habe auch nur einen kleinen Ausschnitt, ein paar Anekdoten aus dem Leben von Wolken erzählt. Wenn Sie sich mehr dafür interessieren, dann müssen Sie entweder Meteorologie studieren oder bei uns an der Webpage mal vorbeischauen. Da gibt es auch immer interessante Informationen. Wir haben vor allem Messungen, die es nicht bei jedem gibt. Ganz, ganz besondere Messungen, Radar- und Spektralmessungen und was weiß ich. Sie können mir auch gerne auf Instagram folgen, denn da gibt es auch viele von diesen Zeitraffern und anderen Wolkenbildern und ein bisschen meteorologischen Informationen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Danke, Bernhard. Gibt es Fragen? Ja, bitte. Mein Name ist Werner Rauch und ich habe eine Frage. Wie weit haben Staubpartikel oder neuesten Erkenntnissen Mikroplastik Auswirkungen auf Wolke und Wetter? Also die Mikroplastikfrage ist schwer zu beantworten. Partikel haben einen ganz starken Einfluss auf Wolken. Also wir wissen ganz klar, je mehr Partikel in der Atmosphäre sind, umso mehr Wolkentröpfchen bilden sich, weil jedes Wolkentröpfchen braucht einen Kondensationskern. Und das heißt, man kann der Wolke dadurch, man kann die Tröpfchen kleiner machen, indem man mehr Staub in die Atmosphäre bringt. Das ist gezeigt. Man kennt es zum Beispiel auch aus sogenannten Ship Tracks, also den Kondensstreifen von Schiffen praktisch. Die sind also viel, viel dichtere Wolken als im sonstigen Himmel über dem Ozean. Und die haben einen ganz klaren Einfluss. Die staubigen Wolken, die haben kleinere Tröpfchen. Kleinere Tröpfchen reflektieren tatsächlich mehr Sonnenstrahlung. Also bei schmutzigen Wolken denkt man eigentlich immer, die muss schwarz sein oder so. Aber tatsächlich ist eine schmutzige Wolke heller und reflektiert mehr Sonnenstrahlung. Und deswegen wird auch tatsächlich darüber nachgedacht, ob man die Wolken über dem Ozean nicht künstlich heller machen könnte, um die Erde ein wenig zu kühlen. Also es ist eine von den Geoengineering-Maßnahmen, die man sich so überlegt, wie man dem CO2, dem menschgemachten CO2-bedingten Temperaturanstieg entgegenwirken könnte. Bei Wetter ist es genauso. Also man kann Niederschlag generieren, indem man zum Beispiel unterkühltes Wasser zum Gefrieren bringt. Das sind die Versuche, die man so macht mit Silbernitrat oder Silberjodid, was man in die Wolke bringt. Es gibt ja in Rosenheim die Hagelflieger, die machen genau das. Die versprühen Silberjodid und damit kannst du eine Wolke beeinflussen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Frage ist mehr, kann ich damit gezielt Hagel vermeiden oder so? Denn ich muss ja mit dem Flieger die Wolke da impfen. Also die Wolke, die sich später zur Gewitterwolke entwickeln wird, muss ich ja frühzeitig impfen, dass ich die abregne, bevor sie zum Gewitter wird. Es ist immer eine Frage, ob ich die richtige erwische. Also man bräuchte eine sehr, sehr gute Vorhersage, die mir genau sagt, wo die Gewitterwolke entstehen würde. Aber ansonsten ist es ein wichtiges Thema, weil dieser Einfluss von Partikeln auf Wolken natürlich auch ein wichtiger Faktor im Klimawandel ist. Das ist also selber ein Teil der Erwärmung, beziehungsweise
Man ist sogar ziemlich sicher, dass es eine Abkühlung bewirkt. Der Feinstaub, den man momentan zusätzlich in der Atmosphäre hat, führt eben dazu, dass die Partikel, dass die Wolken mehr reflektieren und dass es deswegen zu einer Abkühlung kommt. Also ganz, ganz großer Themenkomplex, der viel zu der Unsicherheit beiträgt, die ich vorhin erwähnt hatte, Wolken und Klima. Ja, Matthias Grüttner bin ich. Können Sie was zur Ladungsverteilung in der Wolke sagen? Ui. Erwischt. Ganz schlecht. Wie war das gleich wieder? Ich habe es neulich nochmal gelesen, aber es ist ein komplexer Prozess. Also es ist die Reibung zwischen den Hagelkörnern, die man da braucht, die zu einer Ladungsseparation führt. Na, ich muss ja ein elektrisches Feld aufbauen, aber vielleicht kann man irgendjemand helfen, Herr Bertz oder Herr Höppe, die haben vielleicht mehr Ahnung von Gewitter. Also es separiert jedenfalls die Ladung, oben positiv, unten negativ, wie auch immer. Der Blitz gleicht es wieder aus. Der transportiert dann wieder Elektronen vom Negativen zu Positiven. Aber jetzt haben sie mich echt erwischt. Luftelektrizität ist nicht mein Fachgebiet. Ja, es gibt noch eine Frage. Gerhard Bertz, aber keine Hilfe jetzt auf die Elektrizität. Mich würde interessieren, wie wird der Klimawandel die Wolken beeinflussen? Denn die Wolken haben ja auch so einen stabilisierenden Effekt. Ich denke also an die tropischen Ozeane, die nicht wärmer als, glaube ich, 33 Grad werden können, weil dann die Wolken sozusagen explodieren über der warmen Wasseroberfläche und das dann stabilisiert. Es gibt auch diesen Thermostateffekt. Mhm. Auch das ist eine sehr gute Frage, gell? Also die genauso in dieselbe Richtung zielt, wie man mit Partikeln Wolken beeinflusst. Leider ist sie nicht so richtig beantwortet. Ne? Ich habe ja vorhin angedeutet, dass die Wolken vom Klimamodell nicht aufgelöst werden, dass wir die parametrisieren müssen. Und diese Parametrisierungen führen natürlich dazu, dass ich die Prozesse nicht richtig wiedergeben kann und dass wir auch nicht vorhersagen können, ob es im veränderten Klima mehr Wolken oder weniger Wolken oder andere Wolken gibt. Also normalerweise würde man sagen, naja, was wir definitiv wissen, in einer wärmeren Atmosphäre gibt es mehr Wasserdampf und deswegen wird es auch mehr Wolken geben. Aber das wissen Sie genauso gut wie ich, dass das natürlich nicht die Konsequenz ist. Also es wird mehr Wasserdampf geben, es wird mehr Niederschlag geben, aber ob das jetzt dazu führt, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt mehr Wolken oder weniger Wolken haben, das weiß man einfach nicht. Bis vor kurzem war die Frage komplett unentschieden, ob höhere Temperaturen zu mehr oder weniger Wolken führen. Im neuesten IPCC-Bericht ist es wahrscheinlich, und wahrscheinlich heißt da mit einer Wahrscheinlichkeit von 66%, also eine Standardabweichung, dass Wolken einen leichten erwärmenden Effekt haben. Also ich würde sagen, dass es ein paar weniger Wolken werden. Aber Wolken sind halt einfach furchtbar komplex. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum, ob es mehr Wolken oder weniger Wolken werden, sondern auch, ob die dicker werden oder dünner, ob die höheren Wolken zunehmen oder die niedrigen, weil die einen unterschiedlichen Einfluss auf die Strahlungsbilanz haben. Gell? Also so eine niedrige maritime Cumuluswolke, die kühlt halt hauptsächlich, während so eine Zirruswolke, die kann auch schon mal erwärmen. Ne? Die hat einen Treibhauseffekt zusätzlich zu dem kühlenden Effekt. Das heißt, es macht einen Einfluss, ob ich mehr Zirren habe oder mehr niedrige Wolken. Und auch der Wassergehalt spielt eine gewisse Rolle. Also man ist ein bisschen weiter als vor 40 Jahren, aber immer noch nicht allzu viel. Die Hoffnung ist immer noch, dass die Auflösung der Klimamodelle irgendwann einmal im Bereich von 1-2 Kilometer kommt. Und die ersten Vorschläge für Projekte gibt es mittlerweile. Also eine Klimasimulation mit der notwendigen Auflösung von 1-2 Kilometer, die würde voraussetzen, dass viele, viele Zentren in Europa oder noch besser auf der ganzen Welt sich zusammentun und die Ressourcen bündeln und Rechenpower im Rahmen von ungefähr 1 Milliarde Euro aufwenden würden, um in so eine Simulation laufen zu lassen. Ja, 1 Milliarde Euro ist viel Geld, gell? Es ist das wert. Weil mit derselben Menge Geld entschlüsseln wir das menschliche Genom, das menschliche Gehirn oder so. Das sind diese großen EU-Projekte, die es da gibt. Und da würde ich sagen, eine Klimasimulation, mit der man dann bessere Handlungsempfehlungen hat oder so ein bisschen vielleicht noch die Dringlichkeit,
des Handelns untermauern kann, ist es vielleicht schon wert, abgesehen vom Erkenntnisgewinn. Und die vielen, vielen einzelnen Klimasimulationen, die wir jetzt auch schon haben mit niedriger Auflösung, die kosten ja auch alle Geld. Also das ist was ich auch ganz stark propagieren würde, dass sich die vielen, vielen Klimamodellierer dieser Welt mal zusammentun und die Ressourcen ein bisschen bündeln, sodass wir die Wolken einmal gescheit auflösen. In mittelferner Zukunft wird das wahrscheinlich kein Problem sein. Da ist die Rechenpower so groß, dass man sich Klimamodellauflösungen von einem Kilometer gönnen kann, aber momentan ist es halt wirklich eine Gewaltaufgabe. Also das ist genau das Zentrum der Klimaforschung, würde ich sagen. Wie entwickeln sich die Wolken? Was hat die Temperatur für Auswirkungen auf die Wolken? Es gibt noch eine Frage. Hans Volkert, und meine Frage wäre, mich hat besonders mir imponiert diese wunderbaren Filme, die natürlich so für Untermalung für so eine Veranstaltung wie hier ideal sind. Die Frage wäre jetzt, gibt es an der Uni oder hast du selber schon Projekte gemacht, wo quantitative Sachen, also wirklich Geschwindigkeitsgeschichten, dieser Speed-up-Faktor oder auch Messungen mit Parallaxen, also Abstände von Wolken, quantitativ verwendet worden sind, dass solche Annahmen, dass wie stationäre Wolken, die bleiben wirklich stehen, überprüft werden oder bei schweren Wellen könnte man das eben machen und solche Dinge mehr? Oder ist es hauptsächlich doch so ein faszinierendes Untermalungsmotiv für das Fachgebiet allgemein, diese Frage? Also vom Boden aus ist es mehr Hobby und Untermalung, Erklärung, sonst was. Die Bilder, die werten wir in der Regel nicht aus. Aber was wir vom Flugzeug aus machen, ist ja was ganz was Ähnliches. Also da machen wir auch viele, viele Bilder, noch deutlich mehr als ich hier mache. Na, ich mache ja nur jede Sekunde eins oder alle paar Sekunden eins. Das füllt trotzdem Terabyte, weil es die Festplatten, also ich habe da ganz schöner Verbrauch. Von der Flugmesskampagne, wenn wir zurückkommen, da machen wir die Bilder mit 8 Hertz, also 8 pro Sekunde. Das füllt auch so ungefähr 200, 300 Terabyte pro Flugmesskampagne. Das heißt, da sind wir schon im Petabyte-Bereich, da sind wir nicht mehr weit weg von Klimamodellen. Und die Bilder werden dann quantitativ ausgewertet. Also wir fliegen über die Szene drüber und da nutzt man da stereografische Methoden, wo du dann genau die Form der Wolke rekonstruierst aus den Bildern. Das ist vom Flieger aus ein bisschen praktischer, weil man sich in relativ kurzer Zeit über die gleiche Wolke drüber bewegen kann. Am Boden, ja, da muss ich immer warten, dass die vorbeidriftet und das tut die nicht so leicht. Also man muss wahrscheinlich mit dem Porsche hin und her fahren am Boden. Oder sagen wir mit dem ICE geht es auch, der schnell genug. Da könnte man die Wolke vom Boden aus vermessen, aber normalerweise, wenn die so vorbeidriftet, dann ändert sich die zu stark und dann kannst du nicht wirklich mehr eine Aussage machen. Aber vom Flieger aus rekonstruieren wir tatsächlich auf diese Weise die Form der Wolke. Wir können sogar einen Wind rekonstruieren. Man kann dann genau aus der Geometrie dann nach der Geometrie auch die Tröpfchengröße und die Tröpfchengrößenverteilung und alles rekonstruieren. Also vom Flieger aus ist das echte Wissenschaft. Dankeschön. Wir müssen leider aufhören, aber du bleibst bestimmt noch ein paar Minuten. Also nochmal Dankeschön, dass Sie heute hier waren und ich möchte Ihnen auf das nächste Vortrag nächste Woche aufmerksam machen. Die Frau Professor Pittel wird über die Energiewende sprechen. Also wenn Sie zurückkommen wollen, es ist sehr schön. Wir freuen uns auf Ihnen, auf Sie. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Reise nach Hause. Genau. Dankeschön, dass Sie hier waren.